Abteilungsinspektor Robert und Revierinspektorin Sonja werden zu einem leerstehenden Gebäude gerufen. Laut den Nachbarn sollen dort mehrere Personen eingestiegen sein. Oft sind derartige Abbruchhäuser Treffpunkt für Drogensüchtige oder Schauplatz für illegale Partys. Bei der Zufahrt Wangerbierstraße, wenn Sie bitte die Front des Gebäudes übernehmen. Die Tür ist eh offen. Okay. Aber die Personen falls sind auf der Rückseite. Falls wir noch was brauchen, von Ihnen mal ins Gebäude eingestiegen. Okay. Also, wir kommen dann von hinten und Sie von vorn. Ja, aufgenommen. Einer ist bei dem Fenster eingestiegen und einer bei den Fenster da von den Grünen. Der Hund kommt von vorn und wir steigen da rein. Was werden Sie machen? Wie ist der Plan? Ja, nachdem wir nicht allzu viele Kräfte sind und das Gebäude riesengroß ist, werden wir mal versuchen, die Herrschaften drinnen zu finden. Wird wahrscheinlich schwierig werden, weil es gibt genug Möglichkeiten, um wieder hinauszukommen. Aber wir haben den Hund jetzt auch herbestellt und der kommt von der Vorderseite. Und dann werden wir schauen, dass wir den irgendwie in den Zwickmüll bringen. Ja, nehmen wir das ein. Während die Hundestreife sich vor der ehemaligen Berufsschule postiert, um die Eindringlinge im Falle eines Fluchtversuchs zu stoppen, durchsuchen die restlichen Beamten das mehrstöckige Gebäude. Plötzlich treffen sie drei Jugendliche an, die angeben, sich dort umzuschauen. Genau, euch drei brauchen wir. Was tust du denn da drinnen? Ja, wir wollten da herumschauen. Aha. Was wolltest du denn herumschauen? Wir haben es versucht. Ja, ist sehr ungewöhnlich. Von der Ausweis brauche ich die Fitze, wenn es geht. Was macht ihr denn? Wir wollten uns nur umschauen. Wir haben heute nicht Schule gehabt. Wir hätten Fördern gehabt und so heute mal eine Stunde gehabt zum Herumschauen. Und jetzt sind wir halt in der Fabrik reingegangen und nochmal schauen. Wir sind hin und wieder da und. Ja. Seid ihr zufällig da unten in dem Raum? Weil da sind sie reingestiegen, oder? Da drinnen sind wir nicht, wir sind da, sind wir halt nur. Wir gehen normal da durch die Tür mal rein. Ja, aber jetzt hast du das Fenster reingestiegen, nicht? Und genau das hat jemand gesehen und darum hat er angerufen. So. Und das ist natürlich ein bisschen sonderbar, nicht? Wir sind herumgegangen und dann haben wir uns halt hingesessen und geredet, weil es halt kann und das ist halt lustig halt, weil wir da tun können, was wir wollen. Ja, wir wollen. Ja, nichts einfach. Kommen Sie aber kurz. Was meinen Sie jetzt mit was wir wollen? Ja, wir können hier nicht wieder herfen oder trinken oder einfach mal beim Bau sitzen, blöd reden. Das ist eigentlich nichts anderes. Ich hoffe nicht, dass du da hergeht und irgendwas anderes macht. Nein, wir machen da nichts anderes. Nicht. Wir tun hin und wieder was trinken. Ich habe jetzt Geburtstag gehabt vor kurzem. Wir haben halt ziemlich lang gefeiert. Und gehen wir noch ein Stück weg. Also, was ich glaube, was du gemacht hast, und schon Joinkraut hast du. Das rieche ich bis daher. Das rieche ich bis daher. Ja, das, du kannst die weg tun, wie du willst, das rieche ich. Ich habe große Nasen und empfindliche. Und ich habe relativ viel mit den Sachen zu tun. Was wir jetzt machen müssen, jetzt müssen wir euch mitnehmen und durchsuchen. Also das, was einer von euch da eingesteckt hat, das hätte ich gern. Fahren alle drei mit. Ach so? Gut. Sobald es heißt, es fahren alle drei mit, tun Sie bitte die Taschen aus der Jackentasche auszuschauen. Hat sie was ergeben? Zuckgift. So, ich war ein Joint rauchen rein. Man riecht 100 Meter gegen den Wind, dass er das gemacht hat. Und dann bleibt uns gesetzlich gesehen nichts anderes übrig, wie die Herrschaft mitnehmen. Einer der angehaltenen Teenager ist 18 Jahre alt. Die beiden anderen sind noch minderjährig. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle stellt sich heraus, dass die drei Jugendlichen nicht nur Marihuana, sondern auch ein Butterfly-Messer bei sich haben. Grundsätzlich ist die Waffe nicht verboten, aber der Besitz ist erst ab 18 erlaubt. Gleich wie von dem Herrn, den ich da jetzt sitzen habe, Munition ist auch nicht erlaubt. Ah, woher hat er das? Er hat gemeint, er hat es von einem Freund gekriegt. Wo er es dann jetzt wirklich her hat, werden wir vermutlich eh nie erfahren. Er kriegt eine Verwaltungsanzeige. Es kann sein, dass er die Behörde meint, wenn er mal beantragt, dass er einen Waffenbesitzkarten oder einen Waffenpass haben will, dass er da dann abgelehnt wird.
Der eine, der das Suchtgift letztendlich gekauft hat, der war über 18, knapp über 18, hat erst Geburtstag gehabt vor kurzem. Und bei den Jugendlichen, die wir mitgehabt haben, hat einer das Messer mitgehabt. Bei diesen werden wir mit den Eltern Kontakt aufnehmen, um sie darüber zu informieren, dass eben Marihuana geraucht würde, damit die da Bescheid wissen. Im 14. Grazer Bezirk Eggenberg sind unterdessen Revierinspektor Philipp und Revierinspektor David unterwegs auf Streife. Eggenberg 1 auf Empfang. Wir fahren Sie in die Straße 50, dort gibt es einen Haus. Straße 50, das Ganze dreht sich offensichtlich von dem Haus zu. Anruferin ist hier uns bekannt. Ja, könnten Sie den Einsatzgrund bitte wiederholen? Sie sind nicht aufgekommen. Der Einsatzgrund ist ein Hausstreit. Ja, aufgenommen unterwegs. Eine junge Frau hat die Polizei aufgrund einer Auseinandersetzung mit ihrer Nachbarin verständigt. Als die Beamten bei der genannten Adresse ankommen, ist der Streit noch in vollem Gange. Eine Hausbewohnerin liegt im Clinch mit einer ebenfalls dort lebenden mehrköpfigen Familie. Während die Frau angibt, sich von der Familie bedroht zu fühlen, sagt diese, dass die Nachbarin sie ständig beschimpft. Sie belästigt jeden, der zu uns nach Hause kommt. Und uns auch. Und die Kinder haben Angst vor ihr. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Bitte, um was geht's denn? Unsere Nachbarin, unsere schöne Nachbarin, sie meint, wir dürfen nicht hier sein. Sie belästigt eigentlich jeden, der zu uns kommt und uns auch, die Kinder, wenn sie da draußen spielen. Jedes Mal, wenn sie da vorbeigeht, sagt sie, ja, ihr dürft nicht da sein. Sie ist schon da geboren, das ist in Ordnung. Und er fängt auf einmal an, der Hund speint, der Hund. Das sind so schierige Viecher, die Hunde, ne? Und was haben die jetzt dann gemacht? Warum ich da immer vorbeigehe und warum ich da immer komme? Das sind immer neue Menschen, die da kommen. Und das sind immer so Frauen, drei oder vier Frauen, wo man nichts raussieht. Ne? Wo man und dann kommt so ein großes Auto. Und ich denke, das ist ein Schlepperauto. Und immer wieder kommen neue Menschen. Und der hat mich, der Herr hat mich auf einmal beschimpft. Du Hundschwein oder was weiß ich, wie er gesagt hat. Gell? Hab ich gesagt, ich gehe aber schon 20 Jahre mit meinem Hund da vorbei und ich gehe weiterhin da vorbei. Und die haben sie beschimpft. Aber wie? Ich bin nur da raufgegangen mit dir. Dann hab ich gesagt, was wollen sie? Du bist ein Hundschwein oder wo? Keine Ahnung. Die hat die Polizei gerufen, ne? Die hat gesagt, sie hat Angst vor mir. Ja, logisch. Wenn ich sag, was wollen sie von uns? Und dann hat sie, da sind immer mehr. Und dann hat mich der kleine Bub da beschimpft, der da drin ist. So ein Art Schwein, das ist das einzige Wort, was sie können halt, ne? Haben sie ausgeschimpft alle. Und er, da der Herr. Was haben Sie zu mir gesagt? Entschuldigung. Ich komme dann zu Ihnen, ja? Ich komme dann zu Ihnen, gell? Möchten Sie einfach rübergehen, dabei ein paar Meter? Gehen Sie mal rüber dabei. Ist schon. Entschuldigung, tun wir jetzt da nicht, gell? Jetzt mal in Ruhe, weil du beschimpfst immer mich, wenn ich reinkomme. Ich habe mir aber traum, die teure Wohnung gekauft. Warum soll ich nicht einfach da in Ruhe wohnen können, wenn die mich unten der Boden noch beschimpfen? Das Problem gibt es schon länger, gell? Ich habe die Hausbesitzerin schon angerufen. Ja. Wenn ich da Metall oder Glas oder was entsorge, dann kommt der Vater von der jungen Dame da. Ja. Er kommt raus und sagt, ich darf da nicht vorbeigehen. Jetzt habe ich die Hausbesitzerin angerufen, ob wir da entsorgen können. Warum soll ich da raus und dann wieder da rüber, nur dass ich da nicht entsorgen kann? Wissen Sie ja nicht. Da wohne ich, hat er gesagt. Ne? Die wohnen auch da. Und das Miteinander muss man irgendwie schaffen. Ne? Wir sind alles erwachsene Leute. Und wenn man miteinander nicht reden kann, dann muss man es lassen. Ja, aber es kommen ja immer mehr. Schauen Sie mal, was da ist. Es kommen ja immer mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schau ich mal die ganzen Frauen da. Ja, ist ja wunderbar. Frauen sind was Wunderbares, oder? Ja, ist wunderschön, ja. Nicht? Das
Sind die selber eine Frau? Ja, ja, aber ich tue niemand was. Und die tun ihnen was? Die lassen mich ja nicht einmal vorbeigehen, bitte sehr. Versperren sie ihnen den Weg? Na, sie beschimpfen mich, wenn ich da vorbeigehe. Ja, wenn mich wer beschimpft, dann heißt das nicht, dass ich wo nicht vorbeikomme. Ihr versteht es euch einfach nicht oder wollt es euch nicht verstehen. Und wenn ihr das so weiterhaben wollt, dann müsst ihr so praktizieren. Aber da kann euch keiner helfen. Ja, bitte, wer sind denn die vielen Leute jetzt da auf einmal? Wenn sie Besuch kriegen, ja, Wauzili, wenn sie Besuch kriegen, und dann kommt ein Nachbar zu ihnen und fragt sie, wer sind die ganzen Leute da? Was denken sie sich dabei? Nein, es ist genau das. Wir drehen die Geschichte einfach nur um. Das geht keinem was an. Also, das geht uns alle nichts an. Na ja, schauen Sie in jede Wohnung, wo es dort angeht. Das ist ja dein Privatbereich, Bettschein. Wenn die uns davonjagen, bitte. Sind Sie davon gejagt worden? Ja, aber wie? Nicht mit was? Wie ist denn das zum Schatten gegangen? Ich hab da nicht durchzugehen. Und dann sagen Sie mir, was weiß ich was alles. Und dann sagen Sie zu mir, Schweinhund oder wie er da. Wenn Sie dem Folge leisten, was Ihnen die Leute sagen, bleiben Sie da. Wenn Sie denen Folge leisten, was Ihnen die Leute sagen, sind Sie aber selber schuld auch, gell? Das muss ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie da wohnen und Sie sich da bewegen, dann machen Sie das. Sie müssen nicht sagen, was Sie sagen, was ich machen. Nein, ich habe Ihnen gerade gesagt, wenn Sie das befolgen, was Ihnen die Leute sagen, die Ihnen absolut nichts zu sagen haben, dann sind Sie selber schuld. Ja, ich tue nichts, ich bin mit meinem Hund jetzt gekommen. Und ja, ist ja kein Problem. Und damit sagt er mir, den schaue ich gar nicht an. Den schaue ich gar nicht an. Ja, was tue ich denn dann? Ja, nichts eben. Den ignoriere ich. Wenn mich jeden Tag einer einen Trottel hast, dann sage ich, ja gut, hab mich gern. Da geht immer zu, wenn mir einsteigen oder daheim rehren. Das hilft ja nichts. Man kann nicht jeden mögen. Ja, aber ich hab ja, wir haben ja schon langsam Angst von denen alle. Da brauchen Sie keine Angst haben. Von denen haben wir schon Angst. Wenn man sich distanziert von solchen Geschichten nachher und sich was einrät, dann geht das natürlich schneller. Ach so, ich räume mir das ein, ist in Ordnung. Wenn man es nicht anders kann. Wenn es miteinander nicht geht, dann lasst das Bettchen bleiben. Sie regt sich jedes Mal auf, dass wir auf ihre Kosten leben und dass sie für uns alle zahlen muss und, ja, und dass wir nicht da sein dürfen und dass wir alle illegal hier sind. Und sie fordert jedes Mal einen Ausweis oder so, aber ich zeige sicher keinen Ausweis her, weil sie nicht dafür geeignet ist, dass sie das macht. Aber, ja. Und schimpfen tut es euch auch? Oder? Ja. Öfters. Und jedes Mal beim Vorbeigehen an unserem Fenster tut sie uns beschimpfen, das hören wir von drinnen. Aber meine Mama hat immer gelacht über sie, aber was wollen wir machen? Wenn es zu viel wird, dann wird es zu viel. Aber wenn es dir Leute beschuldigen, der Schlepperei, dann müssen sie aufpassen mit solchen Geschichten. Und genauso fängt das Ganze an. Sie sehen jemanden anscheinend, wie der ausschaut, wo der herkommt. Sie vermuten Sachen, sie haben Sachen gehört. Und dann werden alle in einen Topf geworfen. Naja. Nein, ich nicht, will nicht alle nicht in einen Topf. Sie haben ein Problem mit dem Herrn gehabt, das geht einfach nicht gut. Ein wahnsinnig Frecher. Ja, und das eine Wort, da gibt es das andere. Da schaut der Bub, wie er da rausschaut und wie er mich beschimpft hat. Ich bin was, hat er gesagt? Ein Sauschwein? Oder ich kann das gar nicht so nachvollziehen. Ich kann ja gar nicht Deutsch. Im Endeffekt bleibt eins hängen. Die Partei und sie werden keine guten Freunde mehr. Es gibt das Friedensamt der Stadt Graz und die sind zuständig für diese zwischenmenschlichen Konflikte, wo die Polizei einfach keine rechtliche Handhabe hat. Und auf die verweisen wir dann und die finden dann eine Lösung. Reißt euch zusammen. Wenn ihr euch nicht anschauen könnt, dann lasst es. Und jeder soll in Ruhe da leben. Sie einfach in Ruhe lassen. Wenn ich mit meinem Hund komme. Gut für beide Seiten. Im Endeffekt kannst du nichts machen, wenn beide Parteien nicht voneinander runtersteigen da und es offensichtlich, wie es da jetzt ist, so haben wollen, dass es irgendwann einmal gleicht. Ich sage, ich hätte die Zeit nicht, dass ich mir das antue, aber bitte. Rechtlich können Sie was machen? Nein, absolut nicht. Wir sind da weder verwaltungsmäßig noch im Strafrecht überhaupt nicht drinnen. Wie gesagt, wir versuchen zu vermitteln, aber in dem Fall ist das absolut in die Hosen gegangen. Sie wollen es nicht verstehen. Also. Das heißt, die Fronten sind zu verhärtet? Absolut, ja. Das, da kannst du keinem mehr irgendwie was beibringen, dass du sagst, ja, vertragt sich oder lasst sich zumindest in Ruhe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, gell? Ja. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Danke nochmal. Ja, bitte, gern. Im Nachtdienst wird die Grazer Polizei alarmiert, weil sich auf dem Griesplatz eine Schlägerei zwischen zwei Männern ereignet hat. Nachdem der Streit geschlichtet ist, versuchen die Polizisten von Zeugen Näheres zu erfahren.
Auto. Was ist passiert? Waren Sie auch dabei? Ah, ja. Ja, was ist passiert? Ich wollte sehen. Er hat ihm angegriffen. Ja. Geschlagen mit Faust. Ja, geschlagen. Ja. Haben Sie einen Ausweis da? Lisa, wissen Sie schon, was passiert ist? Ja, anscheinend hat der Herr, der da gerade festgenommen wird, den anderen Herrn, der da drüben steht, geschlagen. Ja. Und wie die Kollegen von Löwe 1 eintroffen sind, ist der Herr, was ihm geschlagen worden ist, zu den Kollegen gegangen und gesagt, dass er von dem Herrn dort geschlagen worden ist. Und dann ist, wollten sie ihm fragen, was los war, und dann ist er hingegangen und wollte den Herrn wieder treten. Ja. Der hat mich aggressiv gegen den Kollegen. Die waren drinnen bei Casino und er hat auf einmal ihn und seine Mutter beschimpft. Haben Sie das gesehen? Ja. Ich bin neben ihm gestanden, auf einmal hat er seine Mutter und ihn beschimpft. Er hat ihn gefragt, warum er seine Mutter beschimpft und er hat ihn zugeschlagen. Einfach so? Ja, weil er betrunken war anscheinend. Weil er denkt, er wäre cool, aber ist er nicht. Kennen Sie den oder? Wir sehen ihn oft hier. Und ist ja verletzt und dann haben Sie ihm das Handy gestohlen auch noch? Das hat er gesagt, ich soll ihnen übersetzen. Ihm geht es nicht gut, weil ein paar Personen auf ihn losgegangen sind, sagt er. Vor ein paar Tagen haben die, glaube ich, ihn auch verletzt. Mit Messer haben sie seine Finger so verletzt. Also unsere Leute sind so, wenn sie sich betrinken und so, dann denken sie, sie wären cool, sie wären Gangster, sie wären Rambo und so. Und sie wollen auf cool tun. Wir sagen denen nichts, weil wir sie respektieren, weil sie aus unserem Land kommen. Aber sie denken, wir hätten Angst vor denen. Aber das ist nicht so. Sind noch mehrere Täter? Hat nur einer geschlagen? Die eigene Partner oder die andere Partner? Nur einer. Nur einer? Ja. Okay, sonst war niemand dabei. Hat es keinen Täter mehr gegeben, außer diesen einen? Außer diesen einen. Aber okay. Es waren schon Leute dort. Ja, die haben das gesehen. Ja. Aber sonst hat niemand geschlagen. Nein, nur der. Und wer hat das Handy genommen? Der festgenommen. Also der von der Polizei. Er weiß es nicht. Er hat sein Handy ist wahrscheinlich da drinnen irgendwo gefangen. Ja, das müssen wir wissen. Hat der Mann nicht geschlagen und das Handy weggenommen? Nein, nicht wegen Handy oder so. Okay, ist das Handy noch drinnen im Lokal? Dazwischen, wo diese Schlägerei, wo sie sich geschlägert haben, ist sein Handy runtergefallen und irgendwer hat es genommen. Meinte er. Das macht wahrscheinlich den Unterschied vom Delikt aus, oder? Ja, sicher. Wir müssen ja schauen, ob da ein Raub vorliegt, ein räuberischer Diebstahl oder ob reiner Körperverletzung vorliegt. Deswegen müssen wir jetzt eben wissen, was mit dem Handy ist. Ob der ihn geschlagen hat, auch das Handy genommen hat. Aber durch die sprachlichen Barrieren ist das halt nicht so einfach herauszufinden. Aber ich glaube, so wie Sie sich angehört hat, dass er es verloren bin. Anscheinend dürfte das Handy vorher schon weg gewesen sein. Oder das werden wir jetzt noch abklären. Und ansonsten wird wahrscheinlich eine Körperverletzung vorliegen. So wie bereits der vermeintliche Täter wird auch das Opfer der Schlägerei in die Polizeiinspektion Karlauer Straße gebracht und dort einvernommen. Nach einer Durchsuchung des Angreifers haben die Beamten erste Anhaltspunkte bezüglich des verschwundenen Handys. Es scheint sich nicht um einen Raub zu handeln. Fürs Opfer braucht man auf jeden Fall einen Dolmetscher, da kommen wir so nicht weiter. Dass man wirklich herausfinden, es dürfte wirklich rein um eine Körperverletzung handeln. Das Handy dürften anscheinend andere Personen, die dort anwesend waren, gestohlen haben. Im Zuge der Rauferei dürfte ihm das runtergefallen sein und irgendwer anders dürfte es genommen haben. Der Täter hat zumindest sein Handy nicht eingesteckt.